Guten Abend für euch alle. Heute wieder von zu Hause auf der anderen Seite des Küchentisches. Vor einem erleuchteten Schaufenster sitzt eine Frau und hält ein fest in eine Decke gewickeltes Baby im Arm. Sie trägt ein Kopftuch, eine dicke abgewetzte Winterjacke. In einer Hand hält sie einen Pappbecher aus einem Schnellrestaurant, in dem die Leute Münzen werfen. Polizisten treten auf sie zu. Erster Polizist: Hallo. Sie dürfen hier nicht betteln. Zweiter Polizist: Hallo, Sie stören die öffentliche Ordnung. Erster Polizist: Haben Sie einen Personalausweis? Zweiter Polizist: Welche Sprache sprechen Sie? Verstehen Sie uns überhaupt? Ja, ich verstehe Sie. Ich verstehe alles. Ich habe keinen Ausweis. Und ich habe auch keinen Namen. Ich habe Brandwunden, die ich bekam, als die Welt, in der ich gelebt habe, in Flammen stand. Ich habe Narben, die vom Überqueren der Grenzen geblieben sind. Erster Polizist: Sie können hier nicht bleiben. Zweiter Polizist: Sie können hier nicht bleiben. Erster Polizist: Es ist verboten, hier zu bleiben. Zweiter Polizist: Hören Sie uns! Ich höre Sie. Ich höre Sie reden. Ich höre euch lachen, wenn ihr Mittagspause macht. Ich höre euch summen, wenn ihr nach Hause geht. Ich höre euch lachen, wenn ihr mit euren Frauen sprecht. Ich höre euch im Schlaf atmen. Höre euch erschrocken aufschreien, wenn ihr erwacht und in die Dunkelheit schaut. Ich weiß, dass ihr die ganze Zeit von uns träumt. Von denen, die ihr tagsüber in den Straßen eurer Stadt seht. Ich höre alles, was die Mütter zu ihren Kindern sagen, wenn sie sie zur Schule bringen. Ich höre, was die Priester sagen, wenn sie der spärlichen Gemeinde Absolution erteilen. Ich höre eure Angst, ich höre eure Unsicherheit. Das Einzige, was ich nicht höre, ist die Stimme der Liebe. Ich vernehme keine Worte, mit denen ihr dem Tod widersteht. Ich vernehme keine Worte, mit denen ihr über die Zukunft sprecht. Ich vernehme keine Worte der Freude, keine Worte der Vehemenz, keine Worte, die Dämonen vertreiben und Wunden heilen. Eine Stimme, die in der Luft hängt. Eine kindliche Stimme, die um nichts bittet. Eine Stimme, die nichts fürchtet und nichts verbirgt. Eine Stimme, die nur schaut und staunt über die eigene Fähigkeit zu erklingen. Die Polizisten richten die Frau auf. Sie wickeln die Decke aus, die sie im Arm gehalten hat, und falten sie ordentlich zusammen. In der Decke war natürlich kein Kind. Das war tatsächlich jetzt eine Uraufführung. Ich habe von meiner neuen Chefdramaturgin in Senftenberg einen kleinen Fallzettel bekommen vom SOKAM Verlag, von einem neuen Stück oder einer Ansammlung von kleinen Szenen von Serhii Chadan aus der Ukraine. Er hat ja vor kurzem den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen und tourt gerade mit seiner Band durch Europa und ist sonst aber meist in Charkiw, da wo er geboren wurde und immer noch lebt, und versorgt die Frontsoldaten und singt auch dort seine Lieder und trägt seine Gedichte vor. Und diese Ansammlung von kleinen Szenen hat er genannt Lieder der Vertreibung und Nimmer Wiederkehr. Im Russischen Pisni Vignanja i. Boah, jetzt weiß ich es nicht mehr. Jetzt muss ich doch gucken. Also, Pisni Vignanja i Povernenja. Pisni Vignanja i Povernenja. Ich wollte es mir eigentlich merken. Es klingt so schön. Vielleicht lese ich noch ein paar
Szenen daraus vor in den nächsten Tagen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Und ich kann auch dazu sagen, geschrieben ist das, also 2021 ist es erschienen, also er hat es in den Jahren davor geschrieben. Also es behandelt noch nicht mal den Überfall, aber eben diese Zeit in Charkiw war ja auch schon mit den Grenzkonflikten und im Donbass und in Luhansk überschattet. Die ganze Zeit, seit 2014, wie ihr wisst. Also, schlaft gut. Bis morgen.